Hallo und Servus zu einer neuen Folge von Pacific Drive. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Weiter geht's mit einer neuen loot-reichen Folge und wie loot-reich das Ganze sein wird, schauen wir sich gemeinsam an. Zuvor aber gehen wir noch gemeinsam hierher und suchen uns eine adäquate Route. Wir haben hier ein Fragezeichen. Wir können es mit einer Scannerladung scannen und wir haben hier definitiv eine Zone, die stabil bleibt. Das heißt, hier können wir sich ordentlich austoben. Und ich würde tatsächlich sogar diese Zone auf jeden Fall einmal präferieren. Scannen wir es einmal. Schauen wir mal, was wir haben. Ewige Stabilität war klar, das konnte man erkennen an der Friedenstaube. Ich will aber trotzdem sehr, sehr gerne dieses Gebiet jetzt mal auf jeden Fall mitnehmen, um erstens einmal ein bisschen was einzusammeln und zweitens denke ich einmal, dass wir abgesehen davon noch ein paar wichtige Ressourcen sammeln können, denn wir brauchen einiges an Ressourcen. Und was ich jetzt gerade festgestellt habe, ist, dass mein Auto eine Macke hat. So, die Handbremse. Ja, dann setzen wir mal die Handbremse da rein. Das habe ich nämlich auch vergessen. Müssen wir noch tanken? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber wir werden sicherheitshalber die Batterie noch aufladen und Tank ist voll, dann steigen wir ein und legen wir auch schon los. Eine Macke hat das Auto auch, man erkennt es da hinten an der konnektierten Hebebühne. Ich habe doch keine Ahnung, ob das eine Hebebühne ist. Wir haben auf jeden Fall eine Macke. Ja, die haben wir sowieso, wenn wir das Spiel spielen, das abgesehen davon richtig viel Spaß macht und ich mich umso mehr freue, da weiterzukommen und dementsprechend möchte ich auch gerne ordentlich ja, viel Loot einsammeln, damit wir da ziemlich gut in die nächsten Zonen hineinkommen. Ich möchte jetzt ein bisschen die Story auf der Seite lassen und tatsächlich mal versuchen, das eine oder andere am guten Zeug mitzunehmen. Es wird auf jeden Fall jetzt mal ein kurzer Ausflug, das ist ganz klar. Ja, und dann sind wir auch schon in der Zone, schauen wir mal. Also wir haben hier definitiv, da schauen wir gleich mal drauf, wir haben hier definitiv das hier, das ist ein Tunnel, da müsste man da durch, das heißt wir müssen eigentlich zuerst hier hinfahren. Was bist denn du eigentlich? Ja, das holen wir sich dann nachher. Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir alles mitnehmen können, was wir alles scannen können und so weiter und so fort. Ich möchte auf jeden Fall so viel als möglich wieder an Zeug mitnehmen. Die Relikte, na dann hören wir sich das einmal an. Oh, you know what my favorite remnant was? The record player. You remember Francis? You play records normally, but then every now and then you hear weird voices. Like that one time, it was my fifth grade lunch lady. This again. You know, the sooner I get this out of my system, the sooner you can have some peace and quiet. Fine. Hey, had a girl? Oh boy. Hey, driver, listen. Of all the legends, of all the stories that are spawned in the zone, trust me, there are so many. Remnants? One of the best. I'll start from the beginning. In 1964, strange objects began appearing throughout the zone. They were shabby, cast-off things that were imbued with strange properties. A broken microwave that froze food instead of warming it. A rusty can of paint that produced every color in existence. Always so out of place that people were irresistibly drawn to them. Yeah, you know, like a mysterious car in the forest, right? Also ich gehe da jetzt gar nicht näher ein auf die Story, aber Tatsache ist, dass es sich gerade eben halt um Relikte gehandelt hat und unser Fahrzeug ist definitiv ein Relikt. Ich meine, so viel wissen wir schon selber nämlich stark an. Da ist schon wieder so ein komischer Freund hier, Relikte Teil 2. Könnte man auch noch reinhören. Obsession.
These obsessions always started innocently. A sudden interest in model train sets or collecting old road signs. The objects. So, schauen wir mal. Also, wir sind jetzt aktuell hier und können. Ah, die Straße ist schon ziemlich zerstört. So, da geht's da entlang. Da sollte jetzt dann das erste Teil zum Einsammeln sein. Beziehungsweise, das ist sogar eine Tankstelle. Sorry, Driver, it doesn't sound fun, but better to know what you're up against. Could the Remnant's victims still be out there somewhere? I mean, we never heard from them again, but it doesn't mean they all died, right? Wir müssen sparsamer sein. So we did. Anyway, it's been 20 years since the last Remnant sighting. We thought they were long gone. Until you found the car. So. Einen hilfreichen Müllcontainer nehmen wir auf jeden Fall mit. Oh ja. Wow. Gaskartuschen. Cooles Zeug. Was haben wir da? Noch ein Verschrotter. Wahnsinn. Hey, das Spiel ist auf unserer Seite. Oder aber das Spiel denkt sich, belohnt uns, weil wir den Weg hier genommen haben. Noch irgendwas zu mitnehmen, im anderen Raum dann eher. Genau, die Automaten geben immer irgendwelche Verschönerungssachen. Das Luftschiff, das nehmen wir natürlich auch mit. So, dann schauen wir mal. Ist hier noch irgendwas? Jawoll! Noch ein kaputtes Auto. Ja, eigentlich müssen wir theoretisch tatsächlich alle. Oh! Das ist diese Steinfräsen-Anomalie. Kommt die zurück auch? Ja, die kommt zurück. Der Dosenöffner, genau so heißt das Teil. Ja, es kann uns egal sein. Wir werden jetzt einmal da weitermachen. Sollte nur noch aufs Auto zielen, dann klappt es auch mit dem Verschrotten. Also ich habe auf jeden Fall einiges vor mitzunehmen. Ich möchte unbedingt diesen verbesserten Verschrotter, der gleich mehr Teile fallen lässt. Und dann möchte ich auf jeden Fall dieses Teil haben, mit dem man Fahrzeugteile runtersprengen kann. Jetzt habe ich nur einen Staubsauger wahrscheinlich. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Ja. Dann laufen wir mal schnell zum Auto. Schauen wir mal, was wir abladen können. Das Teil verstauen wir mal. Das Teil setzen wir darin. Wunderbäumchen. Gut, also der Handstaubsauger. Kann ich eigentlich einen Handstaubsauger bauen? Nein. Wunderbar. Das heißt, wir müssen ein bisschen auf unser Handstaubsaugerteil aufpassen. Die zwei nehmen wir jetzt aber noch mit. Passt, dann hätten wir das auch. Dann haben wir die Tankstelle hier mal geplündert. Ich glaube, wir sollten, glaube ich, sogar... Kann man die Tankstellen eigentlich nicht auch? Okay, kennen wir schon. Dann schauen wir weiter. Also. Duell sind wir hier. Dort oben ist. Dort wollen wir hin. Dann haben wir hier noch was. Das holen wir sich noch. Das holen wir sich.
Schauen wir. So, da jetzt mit Vorsicht drüber rattern. Der fährt an uns vorbei, das ist gut. Ja, genau. Und verstrahlt auch gleich. So, schnell weg hier. Die Tür bleibt dabei offen. Das ganze Gebiet wurde durch diese Anomalie verstrahlt, beziehungsweise aufgrund dessen, dass ich... Okay, das sollten wir auch nicht durchfahren. Coole Sache. Musik ist wenigstens gut. So. Also. Also wir haben das Teil hier, sind jetzt in die Richtung, bist du? Ah, Portal zu nahe, da ist noch ein, da wäre auch ein Portal, da können wir noch die Energie abzapfen, das heißt wir müssen zurück, bleibt uns nichts anderes über. Das Teil bleibt hoffentlich auch dort, wo es ist, und dann geht's los. Ja, nicht das rechts-links da jetzt mitnehmen. Das haben wir vorher schon gehabt. Ah, die Anomalie ist beseitigt. Das heißt, wir könnten eigentlich... Also was ich vorher sagen wollte, war, ich möchte auf jeden Fall dieses Teil, mit dem man Fahrzeugteile absprengen kann. Das will ich auf jeden Fall, nehmen wir sich den guten auf und fangen mit dem an. Das legen wir dabei ins Auto und dann geht es auch schon weiter. Gar nichts mehr zu holen, da immer was zu holen. Das nehmen wir natürlich auch mit. Ja, haben wir alles.
So, da ist wieder der Dosenöffner. Den lassen wir da mal durchs Bild rutschen. Da war die Tankstelle. Und wir fahren da jetzt rüber. Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, auf der Suche nach Beute. Aber das Auto ist langsam. Es fühlt sich grauenvoll an, die Geschwindigkeit des Autos. Bin mir nicht sicher, ob das gut ist, wenn ich... Tür. Ja, wir brauchen den Schrott. Es ist egal. Wir nehmen einfach wirklich alles mit. Weil dann ärgern wir sich wieder, wenn wir was liegen lassen. So, weiter geht's. Was haben wir denn da für eine fette Anomalie vor uns? Kenne ich dich? Knisternder Nebel. Das klingt schon irgendwie so gefährlich. So, weiter geht's. Fahren wir daneben vorbei. Dosen öffnen lassen wir noch passieren. Dann fahren wir weiter. So, wir müssen da irgendwie rauf. Das sieht so aus, als würden wir es schaffen. Tankwagen. Kann man da irgendwas mitnehmen? Nur tanken? Ja, wir nehmen den Gummi mit. Es ist schon wichtig, dass wir ein bisschen was mitnehmen. Eine Stahltür. So. Wir haben genug Power. Dass wir darauf kommen. Wahrscheinlich wäre es besser gewesen, wir wären über den normalen Weg gefahren. Und ich glaube, wir quälen das Auto gerade richtig. Und wir haben Räderschleuder. Na, es geht. So, da müssen wir. So, die beiden Entführer haben uns nicht entdeckt. Das ist wieder so ein knisternder Nebel und da oben steht die... Genau. Haben wir eigentlich so ein Fass schon gescannt? Ja, mein Auto
verletzt mich gerade. Ich habe keine Tür mehr. Genau. So. Benzinfass kennen wir jetzt auch schon. Ja, mein Problem ist, ich spiele zu selten dieses Spiel. Dementsprechend ist es für mich jetzt mal, wie wenn ich neu anfangen würde. Aber egal. Es macht auf jeden Fall immer umso mehr Spaß, wieder in die Welt einzutauchen. Und das Ziel ist ja trotzdem, alles zu erforschen, zu entdecken und zu mitzunehmen und alles, was halt möglich ist. So, nehmen wir mal alles mit, was wir mitnehmen können. Da haben wir noch eine Garage. Da ist eine Anomalie drin. Cool. Radioaktivität ist auch erinnern. Auch cool. Der ganze Ort ist radioaktiv verseucht. Oh, coole Sache. Essen wir gleich eins. Hey. Ist das noch irgendwas zum Mitnehmen? Nein. Perfekt, dann setzt man sich mal ins Auto. Oh, das Brecheisen ist... Moment einmal. Mein Brecheisen jetzt. Ja, okay. Müssen wir ein bisschen mehr essen. Gut, da waren wir, da haben wir alles mitgenommen. Jetzt holen wir sich die. Ich glaube, da oben ist das Teil irgendwo. Ich wollte eigentlich die andere Türe aufmachen. So. Ich gehe mal lieber mit ordentlichem Respektabstand zu dem Teil dahin. Natürlich, da ist jetzt wieder was Tolles, oder? Gepanzerte Tür. Das Teil müssen wir mitnehmen, weil da gibt es die Thermosaftkristalle und die Thermosaftkristalle sind sowas von notwendig. Vor allem, wenn man dieses Teil haben will. Ich glaube, ich sollte das Auto generell mal scannen. Ja, den verlassenen Squire, den kennen wir nämlich noch nicht. So.
Okay, dann müssen wir bald mal so Taschenlampen bauen. Mehr gepanzerte Teile gibt es nicht? Doch. Das ist auch kaputt. Habe ich noch einen? Ja, aber nicht mit. Das heißt... So. Ja, natürlich kommt jetzt wieder dieses wunderbare radioaktive Zeug. Ich sollte vielleicht auch den Verschrotter mitnehmen, dann klappt es auch mit den Teilen. Ich habe auch kein Medikit. Auch gut. Aber die Radioaktivität ist verschwunden. So. Zwei gleich. Cool. Noch irgendwas? Darf ich noch irgendwas zerschrotten? Nein, leider nicht. So. Werfen wir uns das noch ein. Ja, das klappt schon. Vielleicht könnten wir das. Das können wir so machen. Das legen wir da rein. So, jetzt können wir dazu machen und dann fahren wir weiter. Jetzt holen wir uns noch das letzte Teil hier. Das ist nämlich da vorne und dann machen wir uns ein Portal auf. Ah, primitive Platten. Nehmen wir es mit. Ich will halt jetzt nicht zu nah an diesen knisternden Nebel ran. Der wirkt mir dann schon ein wenig gefährlich. Ersatzreifen holen muss ich auch noch. Ich denke, wir haben ein Batterieproblem. Jetzt hat es mich erwischt. Das bin nicht ich, Leute, das bin nicht ich. Ah, ich habe total die Kontrolle über das Teil verloren. So, jetzt geht's wieder, oder? Darf ich wieder? Danke. Na gut, bergab. So, ich will jetzt eigentlich nur mehr dieses Teil hier holen. Der Radio, es ist echt gruselig, aber irgendwie auch total genial. Wenn man da drin sitzt, fährt durchs Nichts und hört aus dem Radio Stimmen, die keinen Sinn ergeben.
glistening drops from their tips. There are more strands. Da ist irgendwas. Jetzt müsste doch genau vor mir sein. Da ist das Teil, oder? So, dann machen wir uns da jetzt mal das Teil hier auf. Ja, die Zone schließt sich. Wir werden trotzdem versuchen, das zu überleben. Ich habe nur mehr 6,1 Batteriespannung. Na, reiß ab, komm. Sind die Entführer auch ziemlich aktiv? Gut, soll uns nicht stören. No risk, no fun. Batteriespannung ist im Eimer, das Auto ist im Eimer. Knappe Sache. Ja, mit dem letzten Tropfen Batterie. Und mit der Hälfte des Tanks. No, no, that thing you saw was not Bigfoot. Never was, never will be. Don't let Tobias and Francis fill your head with that nonsense. Okay, sie ist auch schon wieder ziemlich fertig, die Arme. Jetzt redet sie von Bigfoot. Ja gut, ich werde jetzt das Fahrzeug reparieren. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Keine Sorge, nicht so chaotisch wie in dieser. Ich werde mich von dir verabschieden, werde jetzt in Ruhe alle Sachen einsammeln, bauen und aufwerten. Und was möglich ist, machen wir dann in der nächsten Folge gemeinsam. Ich kümmere mich jetzt mal ums Fahrzeug, werde alles verstauen und dann schauen wir sich den Rest gemeinsam an. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Pacific Drive. Bleib gesund. Servus.